Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu Elden Ring. So, bevor es jetzt weitergeht, müsste ich noch einmal reisen. Und zwar habe ich ja neue Tallilien gefunden. Hier unten drin, als wir dieses schemenhafte Gespenster besiegt haben. Und mit diesen Lilien würde ich ganz gerne unsere Tiere verstärken. Ich glaube, das müsste jetzt gehen. Ich meine, ich müsste 4 haben und 4 habe ich jetzt auch. Also Lilienthal 4 soll ich haben. Gräbertallilie 4 soll ich haben. Ich glaube, die habe ich gesammelt. Deswegen gehen wir doch direkt mal zu ihr und sagen, hallo, ja, gib mir deine Geisterstimmung. So, wie man sieht, können wir die jetzt verstärken. Einmal unsere Hunde, da brauchen wir die Gräbertallilie 4. Und Gräbertallilie 5, um die nochmal zu verstärken. So, die 6 haben wir nicht, aber das gleiche können wir auch hier machen. Skelettmiliz. Ja, gleich Checker. So, jetzt brauchen wir natürlich die 6er, die haben wir nicht. Aber unsere Hunde sind auf jeden Fall um einiges attraktiver geworden. Kosten bleibt das gleiche, aber dafür sind die natürlich stärker und robuster und halten ein bisschen mehr aus. Für uns natürlich top. So, jetzt müssen wir wieder gucken, wo wir hinwollen. Wir können natürlich hier wieder hin. Da habe ich eine Markierung gesetzt, hier müssen wir hin. Allerdings habe ich gemerkt, dass die Tiere hier wirklich sehr stark sind. Deswegen konzentrieren wir uns einfach mal drauf, diesen Weg hier zu gehen. Weil da zeigt er ja auch irgendwie hin, dass er hier hingeht. Also Gassen von Celia, also wenn man jetzt hier längs geht. Vielleicht hier ist auch der große Baum, da sollen wir vielleicht auch nochmal hin, oder beziehungsweise ist ein Baum. Wo hier oben gibt es auch noch was, ne? Ah, es ist schwierig. Ja, also lass uns erstmal die Wege abreiten. Hier, diesen Weg. Und vielleicht können wir von hier aus starten. Westlicher Drachenhügel. Ich habe keine Ahnung, wir machen es einfach mal und gucken mal. Das Problem ist, die Gegner sind sehr stark hier. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich bräuchte auf jeden Fall mal so einen Dunkelschmiedestein 6, um auch meine Axt ein bisschen auf Vordermann zu bringen, weil die finde ich ganz gut. Ich spiele ganz gerne mit der Axt. Gerade dieses Eisding bringt schon einiges. So, dann gehen wir hier auf mein Pferd. Wir gucken nochmal ganz kurz auf die Karte und reiten jetzt einfach mal hier bis zu dieser Kreuzung. Seht ihr das? Da setzt die Markierung. Und die Markierung hier unten machen wir mal weg, damit die uns nicht irritiert. So. Also bis zur Markierung 3 reiten wir jetzt. Wohl hier ist auch was, ne? Da mache ich mal einen Zweier hin. Das ist das da hinten, ne? Lass uns mal einfach hinreiten. Okay, da müssen wir natürlich da irgendwie rauf. Ist natürlich die Frage. Dann doch lieber jetzt erstmal zu der Markierung reiten, zu 3. Die geht jeweils im Weg längs. Hier waren wir auch schon mal, weil hier haben wir die Karte eingesammelt, meine ich. Genau. Hier gab es die Karte, ne? Oh, das Wetter spielt. Oh, was ist der denn da? Hat er uns schon gesehen? Er ist auch nicht der einzige Drache, wie man sieht. Aber können wir an dem vorbeireiten? Doch, ne? So. Irgendwann müssen wir uns den Drachen stellen, aber noch nicht. So, hier wäre ja die eine Markierung gewesen. Hier sind ganz viele Drachen, wie man sieht, ne? Jetzt ist hier natürlich die Karte, teilt sich hier. Jetzt können wir oben längs reiten, wo wir aber schon mal waren, oder unten längs reiten, um zu diesem Weg zu, obwohl, der führt da gar nicht. Ist das dieser Weg? Sollen wir den Weg reiten? Oder reiten wir lieber den Weg? Ich weiß, wir reiten mal diesen Weg jetzt mal. Okay, da ist noch ein Viech. Versuchen wir außen rum zu reiten. Dass wir nicht mit denen kämpfen müssen unbedingt. Wir waren hier ja schon mal, wenn ihr euch erinnern könnt. Hier ist dieser Riesendrache in der Mitte, der zerstörte. Beziehungsweise, der ist gar nicht tot, wie ich es gerade sehe. Vielleicht macht es da Sinn, den nicht auch nicht zu wecken. Eieieiei. Hier ist auch ein Drache. Okay, lass mal laufen hier. Kriegen wir Schutz in der Burg. Da ist auf jeden Fall ein Feuer. Und das passt ja zu uns. Dann können wir gleich hier die Gnade nutzen. Haben wir eine neue Gnade gefunden. Alter, das ist ein riesen Drache. Schaut euch den mal an. Was passiert, wenn ich den am Schwanz hau? Soll ich das einfach mal machen?
Der verliert zwar Leben, aber. Aber auch nicht viel, ne? Schau euch das an. Ich kann zwar zuhauen. Aber es ist so wenig Leben, da brauchen wir Jahre für. Okay, lass uns die Burg mal anschauen. Vielleicht bringt uns dir was. Wo sind wir denn hier jetzt überhaupt? Ach, wir sind im Kampf, deswegen kann ich jetzt gerade nicht auf die Karte gehen. Was sagt denn das Ding hier? Blutung versuchen. Okay, warten wir mal, aber ich kann mir den ja platt machen, wirklich. Wo haben wir unsere Dinger dazu? Okay, zwischendurch machen wir mal so ein Mega-Damage, wie gesehen. Wir machen es auch noch weiter. Warte mal. Schreit zumindest ein bisschen. Warte mal, ich mach mal den weg. Los geht's. Guck mal, da haben wir bestimmt was. Bisschen was weg. Aber leider nicht so viel. Gerade eben hat er mehr weggenommen. Ich habe schon die Hälfte weggemacht. Also man haut schon Leben weg, es dauert halt bloß Ewigkeiten. Aber wir suchen es trotzdem weiter. Vielleicht kriegt man ja irgendwas, wenn man getötet hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nichts. Vielleicht soll man ja auch gar nicht töten, sondern mit dem reden. Kann ich mir nicht vorstellen. Sein wie beim. Das ist wirklich ein NPC.
Naja. Ich weiß, es dauert ein bisschen, aber... Ey, wie die Fürchtung, dass man ihn gar nicht töten soll. Weil der wehrt sich ja kein Stück, also... wird man wahrscheinlich mit ihm schnacken können. Jetzt ist es zu spät. Gehen wir den Rest. Okay. Drachenherz bekommen. Eine neue Kraft in der Kathedrale. Das habe ich jetzt nicht gelesen. Mist. Müssen wir mal gucken, was es war. Eine neue Kraft in der Kathedrale. Ich habe es nicht gelesen können, leider. Ärgerlich. So. Also müssen wir kurz gucken, was haben wir da jetzt bekommen für ein Drachenherz. Wo ist das denn? Wo ist das Drachenherz? Hm. Drachenherz, haben wir 5 Stück. Am Drachenkommunionsaltar. Okay. Okay, irgendwas war da mit Kathedrale. Das muss ich mir später mal durchlesen im Video, was da genau stand. So, wir gehen jetzt mal hier rein. Gucken, was hier drin so passiert. Ich kann meine Hunde mitnehmen? Machen wir das doch. Wenn ihr mitdürft, dann kommt ihr bitte mit. Festung Pharod. Oh, das sieht aus wie Vampire hier. Viel Gift hier gerade. Die Hunde sind weg. Müssen wir die nach und nach locken hier?
Ah, Mist, Alter. Dieses Gift kommt auch ganz schön nah hier. Nein! Shit. Ein bisschen blöd mit Gift, aber naja. Goldene Rune 9, okay. Der war ein bisschen stärker als die anderen, kann das sein? Da drin ist irgendwas, wie komme ich denn da rein? Gibt es hier einen Weg? Ne, es gibt hier keinen Weg. Ich muss die pullen. Okay, ist er dumm? Das ist besser. Hä? Hier raus komme ich nicht, wa? Ah! Die Giftspackos, ey. Nein! Okay, hier ist nichts passiert. Aber trotzdem nicht so cool. Ach, Mann! Was für eine beschissene Burg. Aber ich glaube, man kann es schaffen. Ich brauche mehr Pfeile unbedingt. Ah, verdammt. Gibt's doch gar nicht. Oh, shit, wir müssen auf jeden Fall unsere Rune holen. Ich sehe gerade, dass ich 95.000 Dings hatte. Die habe ich, warum ich die nicht eingesetzt gerade eben, ich Depp. Na gut. Die müssen wir kurz mal holen. Wiederholen. Das war ja dumm von mir. Mega dumm. Hoffentlich kann ich die noch holen, bevor ich sterbe da drin. Aber ich glaube, es geht, ne? Das war ja bescheuert von mir. Wir gehen gleich wieder raus. Den können wir nämlich direkt hier machen. Und dann werden wir einmal kurz uns stärken, würde ich sagen. Stufaufstieg. Dann können wir unsere Ausrüstung ein bisschen höher machen mal. Also Stärke, Geschick, Stärke. So. Perfekt. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt gebracht hat, aber. So, wir können mal bei den Flaschen auch mal was machen. Flaschenaufladung zufüllen. Jetzt haben wir noch eine Flasche mehr. Flaschen verstärken. Menge der Flaschen auf. Ach, wir haben keine heilige Träne, okay. Das reicht aber. Können wir hier noch was Neues mischen, irgendwie? Kurzer Geschränkenschuh. Okay. Was haben wir da unten noch? Ausdauerschuh. Ah, okay. Ist schon gut so. Wir haben nur die eine große Rune. Gut, jetzt gehen wir nochmal da rein. Gestärkt. Machen die erste Fledermaus nur so fertig und dann holen wir uns die Hunde.
Frage, ob wir mit den Wölfen reingehen oder lieber mit den anderen. Mit meiner Miliz. So, Milizen, dann geht mal los. Hier bräuchte man irgendwelche, die schießen könnten oder so, wisst ihr? Gibt. Kurz aufpassen. Okay, haben sie beide getötet? Auch weg. Was trinken. Man kann da oben reinkommen, okay. Ah, es sind echt fiese Fledermäuse hier. Giftet. Nein. Weg hier. Oh, fuck. Alter. Okay. So, ich bin ja schon einige Male gestorben. Ich probiere es trotzdem nochmal. Eigentlich muss es Nachbar sein. Es sind ja nur drei Stück eigentlich. So. Schon. Warte, füllen wir mal auf hier. Ja, mach wieder Gift da, du Affe. Gegen Gift kann ich nichts machen, das ist das Problem. Ich würde es gerne, aber es geht halt nicht.
sonst bin ich vergiftet. Und so was. So. Die ist auch weg. Ich wollte Runen haben auch noch bekommen. Jetzt fehlt noch einer da hinten in der Ecke. Oder einer ist da noch, glaube ich. Hoffentlich kriegen wir die auch. Muss mal ein bisschen was trinken zwischendurch, ne? Bin ja total vergiftet. Das ist das Problem. Da hinten sitzt noch einer. Seht ihr den? Den pulle ich jetzt mit meinem Bogen. Oh, da ist noch einer da oben, habe ich gesehen. Sehe ich jetzt erst. Kommt der zweite her. Shit. Wo ist nur eine Fledermaus? Jetzt haben wir noch den Großen da. Okay. Jetzt ist da noch drin der Große, okay. Da haut der ganz schön Leben raus mit dem Schrei da. Oh. Auch eine goldene Rune, aber der ist auch weg. Geil, endlich geschafft. So, jetzt muss ich kurz was trinken hier. Oh, dann können wir nach oben gehen. Ah, ja, ja, das sind aber ganz schön viele von diesen scheiß Fledermäusen. Gucken, wie viele hier oben hier noch so sind. Das ist schon ein harter Kampf gewesen. Ich bin immer noch vergiftet, das nervt mich am meisten. Aber jetzt gucken wir mal. Okay, kann hier runterstürzen, wie man sieht. Hoffentlich hat sich das jetzt gelohnt auch. Na, was gibt's hier? Medaillon von Dektus! Ah, da freue ich mich. Das ist ja für unseren, wie heißt das? Für den... Na, für den Aufzug. Ja, kommt mal mit, ihr Hunde. Trinken wir was. So, hier gibt es bestimmt noch was zu entdecken. Okay, das ist uncool. Noch einer. Verdammt. Shit. Oh Gott, hier sind ganz viele. Oh, da geht's runter. Hier geht's runter. Okay. Warte mal.
Okay. Dann werde ich die wahrscheinlich nicht platt machen können. Oh. Warte mal. Okay, werde ich wahrscheinlich auch nicht alle platt machen können, aber... Könnte ich nochmal hochrennen. Ich weiß nicht, ob ich hier den Sturz aushalte, wenn ich runterspringe. Obwohl, da kann ich runterspringen, glaube ich. Okay. Ja, dann werde ich glaube ich besser treffen als du. Oh! Na, du Affe? Dann gehen wir auch weg. Der hat noch halbes Leben. Wie wird der? Das ist auch noch enger, ne? Viele tauchen von denen immer auf, immer wieder mehr. Oh, Ratten sind so eklig. Also wenn es was Widerlicheres als Ratten gibt, nee, es gibt eigentlich nichts. Das ist das Widerlichste von allen. Widerliche Ratten. Oh, da ist auch noch irgendwas, ne? Hm. Wie kommt man da denn hin? Boah, da haben wir Glück gehabt.
Aber ich glaube, wir haben auch alles hier aus der Burg, oder? Was man so kriegen kann. Also wir können theoretisch... Das ist zu hoch, hier runter zu springen. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ja. Gut. Gehen wir direkt runter. Gut. So. Gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.